Ricarda fragt nach, welchen Hopfen nehmt ihr und warum? Ich bin Roland und das ist eine Minute Bier. Hopfen ist die Würze des Bieres. Sie verleiht ihm Aroma und Bittere. Und deswegen unterscheiden wir auch die Hopfensorten nach Aroma und Bitterstoffhopfen. Die Bittere ist bei jedem Bier anders. Bei einem herben Pils wollen wir eine kräftige Bittere haben, während wir bei einem hellen oder gar einem Weißbier ein eher mildes Bier erwarten. Aroma-Hopfensorten haben einen besonders hohen Gehalt an ätherischen Ölen, deren Duft an exotische Früchte wie Mandarine, Ananas oder Mango erinnert. Oder sie riechen fein nach Gewürzen oder Kräutern. Die Kunst des Braumeisters besteht nun darin, die verschiedenen Hopfensorten kreativ und passend zu den einzelnen Bierstilen einzusetzen. Jedes unserer Distelhäuser Biere hat seine eigene Hopfenrezeptur, in die wir die ganze Erfahrung unserer Braumeister stecken. Der Hopfen kommt fast ausschließlich aus Deutschland, aus der Hallertau oder aus Tettnang am Bodensee. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.